Willkommen zurück zu Medizintechnik 2 und heute sind wir auch schon beim letzten Video unserer Vorlesung angelangt. Heute wollen wir uns die optische Kohärenztomographie angucken. Nun, die optische Kohärenztomographie ist auch eine bildgebende Modalität, die auf einem ganz ähnlichen Verfahren fußt wie auch schon der Ultraschall, nur dass wir hier letzten Endes Ultraschall mit Licht durchführen. Und wir bekommen hier auch ähnliche Bilder, wie wir es schon vom Ultraschall gesehen haben, nur eben mit einer sehr, sehr hohen Auflösung, weil wir eben auch sehr kurze Wellenlängen haben. Hier ein Querschnitt durchs Auge, in dem wir die unterschiedlichen Schichten der Retina auflösen können. Und wir sehen schon, dieser kleine Balken, der hier eingezeichnet ist, der gibt 250 Mikrometer an. Und was wir sehen, ist, dass quasi in Y-Richtung 250 Mikrometer sehr, sehr lang sind, während in X-Richtung 250 Mikrometer relativ kurz sind. Also hohe Auflösung entlang der Strahlrichtung wegen der sehr kurzen Wellenlängen und weniger hohe Auflösung senkrecht dazu, was hier natürlich wieder durch den Aufbau des entsprechenden Sensors bedingt ist. Ja, wir haben hier optische Kohärenztomographie, OCT, nichtinvasiv, Mikrometerauflösung und die Hauptanwendung, wie wir es hier gerade schon sehen, ist die Augenheilkunde und die Augenbildgebung. Dieses Konzept wurde entdeckt bei verschiedenen Gruppen parallel, und zwar bei von Färcher, Tanno und Huang. Und es gibt dazu drei größere Publikationen, hier eben von diesen drei Gruppen, die fast alle gleichzeitig erschienen sind. Und die Publikation, die natürlich den größten Impact generiert hat, ist hier die von Huang, die im Fachmagazin Science erschienen ist. Das Ganze war 1991. Seitdem haben wir 10-mal bessere Auflösung, 1000-mal schnellere Aufnahmegeschwindigkeit und das Ganze natürlich gleichzeitig. Die Vorteile der OCT sind, es ist eine rein optische Methode. Wir haben keinerlei ionisierende Strahlung, also wir können das sicher einsetzen. Wir können In-situ-Bildgebung machen, also direkt Mikrostrukturen im Gewebe angucken, ohne dass wir irgendwie das Ganze wie für die Mikroskopie herausschneiden müssen, also direkt im Körper, das fast dieselbe Auflösung hat wie zum Beispiel Histologie. Wir kriegen sogar mit besonderen OCT-Verfahren, können wir sogar einzelne Zellen in der Retina auflösen. Es gelingt momentan nur einigen Forschungsgruppen. Es gibt ein paar andere Verfahren, die das sogar noch besser können. Aber wir kommen mit OCT in die Größenordnung von einzelnen Zellen hinein. Ja, und das Ganze ist live und wir können unter die Oberfläche schauen und damit die verschiedenen Schichten der Retina auflösen. Und das ist natürlich ganz wichtig, um die Morphologie des Auges zu begreifen. Hier mal so ein bisschen der Vergleich zwischen Ultraschall und OCT. Wir haben also deutlich kleinere Bildpunkte und wir haben auch deutlich geringere Eindringungstiefen. Das ist beim Ultraschall natürlich besser, aber dafür haben wir viel höhere Auflösungen in OCT. Wie sieht es aus mit den Arbeitsweisen von OCT? Naja, wir sehen uns das Ganze erstmal auf einer abstrakten Ebene an und dann schauen wir uns nochmal das Licht als Welle an, gucken uns den Inferenzeffekt an und führen dann Stück für Stück zur OCT-Bildgebung über. Nun, wie sieht's aus? Wir verwenden Licht als Strahl, um Informationen über Gewebe zu erhalten. Wir haben diesen Strahl, den wir in das Gewebe fokussieren, benutzen dazu niedrig kohärentes Licht, um entsprechende Struktur- und Reflexionsstärke entlang des Strahls zu messen. Und es erlaubt uns, je nachdem wie wir scannen, von 2D bis zu 3D-Bildern tatsächlich aus 1D-Profilen hier zusammenzubauen. Gehen wir nochmal zurück zum Licht als Welle. Wir wissen Lichtwelle und hier sehen wir uns tatsächlich sichtbares Licht an, das quasi in der Größenordnung von 4 mal 10 hoch 14 Hertz liegt bei rotem Licht und damit kommen wir quasi ungefähr auf Wellenlängen von 700 Nanometern. Wir wissen, dass wir quasi dieses Licht jetzt haben, das sich entlang dieser Welle ausbreitet. Wir können es charakterisieren, letzten Endes Kosinusschwingungen, in der wir eine Phase und eine Amplitude haben. Und wir können quasi entlang der initialen Phase dann über die Ausbreitung sehen, wie sich diese Welle eben langsam verschieben würde. Wichtig dabei ist, dass diese Messung letzten Endes vom Ort und von der Zeit abhängt. Also die Welle ist zeitveränderlich und ortsveränderlich. In diesem Beispiel hier können wir sehen, wie sich das Licht eben langsam verändert über die Zeit und wie unsere Welle sich eben immer weiter verändert, von Zeit und Ort abhängig. Nun, wenn Licht jetzt eine Welle ist, warum sehen wir denn keine Hügel und Täler? Naja, die Frequenz ist eben viel zu hoch für unsere Augen und wir können das
schlicht und einfach nicht auflösen. Und was wir tatsächlich messen, ist nicht die Welle über die Zeit, sondern wir sehen das Quadrat davon und das Ganze integriert. Also was wir detektieren, ist quasi Zeit integriert und dann das Ganze quadriert. Und deswegen sehen wir eben keine Hügel und Täler, sondern wir sehen eben nur integrierte Intensitäten. Ja, für eine monochromatische Welle haben wir eben genau eine Frequenz, die eine Amplitude hat, die sich entsprechend ausbreitet. Wenn das so ist, dann können wir tatsächlich ausberechnen, dass die Intensität a Quadrat ein halb ist. Schauen wir uns mal den Effekt der Interferenz an. Nun, um die Interferenz zu verstehen, müssen wir wissen, was bei der Überlagerung von verschiedenen Wellen passiert. Und die Überlagerung, wie wir es ja schon beim Röntgenphasenkontrast gesehen haben, ist letzten Endes nichts anderes als die Summe über die unterschiedlichen Wellenfelder. Das führt dann eben zur Interferenz. Aber wir haben immer noch das Problem, dass wir eben nicht das Feld, sondern die zeitgemittelte Intensität messen. Also verwenden wir einen Trick. Wir verwenden ein Interferometer. Und das Interferometer ist quasi so aufgebaut, dass wir quasi eine Lichtquelle haben, hier links, unseren Detektor unten, und dann setzen wir zwei Spiegel ein. Dieser Spiegel ist halbtransparent, das heißt, reflektiert einmal auf den Spiegel M1 und geht dann zum Detektor, oder das Licht geht eben einmal hindurch auf den Spiegel M2 und wird dann beim Rückweg reflektiert und landet beim Detektor. Damit ist es jetzt quasi möglich, die Lichtquelle zu sich selber in Interferenz zu setzen. Die einzelnen Schritte haben wir im Prinzip jetzt gerade schon durchgesprochen. Wir haben die Lichtquelle, sie wird einmal reflektiert, einmal nicht reflektiert. Damit trifft sie einmal auf M1, einmal auf M2. Und beim Zurückspiegeln wird eben genau andersrum reflektiert und nicht reflektiert, so dass ich quasi zwei Ereignisse am Detektor messen kann. Damit kann ich das Licht jetzt zu sich selber in Interferenz setzen. Wenn ich jetzt den Interferenzeffekt messen möchte, dann können wir zum Beispiel x1 verändern. Also wenn wir die Entfernung vom Spiegel zu unserem semitransparenten Spiegel verändern und den vor- und zurückschieben, dann kann ich quasi die Länge x1 verändern und damit unterschiedliche Interferenz in meinem Detektor zu erzeugen, wenn M2 konstant bleibt. Ja, und das ist auch schon der Schlüssel, wie wir dann quasi verschiedene Tiefen auflösen können, weil wir quasi das Signal zu sich selber in Interferenz setzen. Das ist allerdings auch nur die halbe Wahrheit, weil wir hier momentan Wellenlängen haben, die sich immer wiederholen. Das heißt, letzten Endes kann ich mit so einem Setup nur innerhalb einer Wellenlänge messen, weil sobald wir mehr als eine Wellenlänge auseinanderliegen, wir den Unterschied nicht mehr mitbekommen würden. Also wir können hier quasi nur den Phasenversatz zwischen den beiden Spiegeln messen, was dann letzten Endes nur die differenzielle Phase bedeuten würde. Das gefällt uns natürlich nicht so gut und da wären wir natürlich gerne etwas besser. Schauen wir uns das Ganze erstmal nochmal im Detail an. Wir sehen also, dass wir durch den Ändern der Pfadlänge einen Phasenversatz erzeugen können und das entspricht dann entsprechend einem Unterschied in der Phase, der durch diese Veränderung messbar wird. Nun, das Ganze haben wir jetzt hier für eine monochromatische Lichtquelle und dann sehen wir eben, dass wir hier sehr schnelle oszillierende Schwingungen haben, die letzten Endes ausgemittelt werden können und letzten Endes bleibt uns dann nur noch eine Messung des Phasenversatzes möglich. Das heißt, die Intensität kann ermittelt werden als der Kosinus unserer Phasendifferenz zum Quadrat. Also wir messen nur innerhalb einer einzelnen Wellenlänge. Wir können ein bisschen besser werden, wenn wir eben nicht nur monochromatisches Licht einsetzen. Also beim monochromatischen Licht haben wir eine stabile, wiederkehrende Interferenzmuster und die sind dann natürlich unabhängig, wie weit die Spiegel wirklich auseinander sind, sondern haben nur mit der Interferenzlänge innerhalb einer Phase zu tun. Es wird besser, wenn wir die Bandbreite erhöhen. Also wir verwenden jetzt nicht nur monochromatisches Licht, sondern wir überlagern mehrere Frequenzen. Und wenn wir die Bandbreite erhöhen, können wir kürzere Pulse erzeugen. Das tun wir in der Folge. Hier verbreitern wir jetzt immer um einen Faktor 2 die Bandbreite und damit können wir quasi sehen, dass wir aus unserem langwelligen Signal einzelne Pulse machen können. Und diese Pulse haben jetzt nur noch sehr kurze Interferenzlängen, aber dafür können wir sie quasi auflösen und örtlich lokalisieren. Und damit kriegen wir quasi eine Interferenz nur in einem bestimmten Bereich, aber das Maximum ist nun abhängig von den Spiegelpositionen. Und das führt uns zum Konzept der Kohärenz des Lichts. Wir können quasi sehen, dass wir für monochromatisches Licht eine unendliche Kohärenzlänge haben, aber für
gemischtes Licht, für Licht mit unterschiedlichen Bandbreiten, kriegen wir eben kürzere Kohärenzlängen, die nicht mehr unendlich sind. Und damit ist es jetzt plötzlich möglich, Licht mit kurzen Kohärenzlängen zuzuordnen und damit auch tatsächlich eine Tiefe zuzuordnen. Wir sehen also quasi nur noch dann entsprechende Interferenz, wenn wir in der richtigen Kohärenzlänge liegen. Das führt uns dann quasi zu dem folgenden Aufbau. Wir verwenden jetzt also niedrige Kohärenzlängen, senden unser Licht wieder auf. Wir haben wieder diesen Spiegel, der beweglich ist und die verschiedenen unterschiedlich transparenten Spiegel, letzten Endes das Objekt, das wir uns angucken wollen, X2 und X3. Und wir sehen, dass jetzt quasi unser Licht einmal abgelenkt wird, bei X1 landet und dann auf unserem Detektor landet und natürlich das Licht einmal voll hindurchläuft und dann wieder zurückgespiegelt wird, einmal an X2 und einmal an X3. Und damit ist es jetzt quasi möglich, durch die Entfernung des Spiegels X1 zu bestimmen, ob wir die Interferenz an der Stelle X2 messen wollen oder an der Stelle X3. Durch das Bewegen kriegen wir jetzt quasi unterschiedliche Impulse mit und können die voneinander trennen. Und was wir dann sehen, wenn wir diesen Spiegel bewegen, naja, wir kriegen quasi jetzt unterschiedliche Impulse und können damit zwischen X1 und X2 den Unterschied messen. Wenn wir natürlich die Kohärenzlänge weiter reduzieren, dann kriegen wir eine bessere Ortsauflösung. Das Ganze ist jetzt tatsächlich Zeitdomain-OCT. Natürlich setzen wir dort nicht Spiegel ein, sondern unser Objekt, das wir untersuchen wollen und können diesen Spiegel hin und her fahren und dann langsam unser Objekt abscannen. Und damit kriegen wir quasi einen A-Scan, dann richten wir unseren Strahl anders an und können das dann zu einem B-Scan zusammensetzen, wie wir ihn hier rechts sehen. Und wenn wir das ganz oft machen, dann können wir natürlich ein ganzes 3D-Volumen scannen, wie in diesem Beispiel. Das Problem bei der Geschichte ist jetzt natürlich, dass wir sehr, sehr lange messen müssen, weil wir für jeden A-Scan diesen Spiegel hin und her fahren müssen. Und das Ganze geht natürlich deutlich schneller, wenn wir sogenanntes Fourier-Domain-OCT einsetzen. Und hier braucht man jetzt keinen Spiegel mehr, der hin und her gefahren wird, sondern tatsächlich setzt man einen festen Spiegel ein und statt dem Detektor ein Spektrometer. Und damit ist es quasi möglich, von einem Profil auf einmal das gesamte Spektrum zu messen. Und aus dem Spektrum kann ich dann quasi diesen A-Scan rekonstruieren. Damit kann man sehr, sehr viel schneller scannen und damit wird es dann auch tatsächlich erst möglich, von 1D zu 2D zu 3D zu gehen. 3D ist immer noch eine Herausforderung, weil sich teilweise das Auge sehr schnell bewegt und durch sogenannte Saccaden große Bewegungsartefakte in den 3D-Scans sehen. Dazu gibt es dann fortgeschrittene OCT-Verfahren, die beispielsweise Bewegungskompensationen durchführen. Schauen wir uns ein paar Anwendungen an. Also einmal natürlich die Augenbildgebung und in der Augenbildgebung kann man sich zum Beispiel den optischen Nervenkopf ansehen. Dort ist es natürlich wichtig, um zu sehen, wie die Nervenbahnen hier verlaufen. Und das andere ist natürlich wichtig, die Fovea. Fovea ist quasi die Stelle im Auge mit der höchsten Sehschärfe. Und dort können wir quasi beurteilen, ob hier entsprechende Degenerationen auftreten, zum Beispiel altersbedingte Degenerationen oder auch Glaukome oder diabetische Retinopathie. Hier sehen wir links einmal in Falschfarben dargestellt eine normale Retina und rechts eine altersbedingte Degeneration. Und wir sehen, dass sich dort entsprechende Löcher auftun, die dann zum Verlust der Sehkraft führen. Weitere Beispiele sind kardiovaskuläre Bildgebung. Hier zum Beispiel die Bildgebung innerhalb eines Gefäßes. Wir sehen also hier unseren OCT-Kopf und dann die Aufnahme der Gefäßwand, mit der wir sehr genaue Untersuchungen der Qualität der Gefäßwand machen können und damit zum Beispiel Plaques untersuchen können. Plaques sind also quasi Ansammlungen an der Gefäßwand, die gefährlich sein können, wenn diese sich plötzlich ablösen und dann zu einem entsprechenden Gerinnsel führen, das dann den Schlaganfall auslösen kann. Und natürlich sind solche Verfahren sehr beliebt, wenn man sowieso schon gerade einen Stent platziert, zum Beispiel Röntgen geführt über Fluoroskopie, dann kann ich gleichzeitig noch einen Katheter einführen, mit dem ich eben sehr genau die Gefäßwand untersuchen kann. Ein letztes Beispiel, das ich noch zeigen möchte, ist die sogenannte OCT-Angiografie. Und hier nutzt man jetzt quasi die Effekte des Rauschens aus. Wir wissen ja schon, wie wir es auch schon beim Ultraschall gesehen haben, dass wenn wir jetzt Strukturen haben, die genau die Größe haben wie die Wellenlänge der Welle, mit der wir das Objekt untersuchen, dann können wir sogenanntes Speckelrauschen erzeugen und wir können zeigen, dass wir damit im Auge eine Angiografie, also eine Gefäßdarstellung, tiefenaufgelöst über verschiedene Schichten erzeugen können, die einzig und allein darauf basiert,
dass wir dieses Speckelrauschen bekommen, wenn wir Mehrfachmessungen haben. Also wir nehmen mehrfach auf, vielleicht 2, 3, 4, 5 Mal und rechnen dann die Varianz des Rauschens in jedem Pixel aus. Und wenn wir das tun, dann sehen wir, dass quasi im Blut die Blutkörperchen ungefähr die Größenordnung haben, dass sie genau geometrisches Rauschen auslösen. Und damit ist es quasi möglich, völlig ohne Kontrastmittel Gefäßdarstellungen im Auge zu berechnen. Und diese lassen sich sogar Tiefen auflösen. Das heißt, hier können wir, wenn wir die unterschiedlichen Schichten der Retina segmentiert haben, uns dann auch die unterschiedlichen Gefäße in den unterschiedlichen Schichten der Retina angucken. Wir sehen hier rechts in dem Beispiel in der oberen Bildhälfte die oberen Gefäße in der Retina und dann nach unten bis hin zu den untersten Schichten, die dann nur noch sehr, sehr kleine Gefäße haben. Also eine ganz spannende Technologie, mit der wir völlig ohne Kontrastmittel scharf aufgelöste Bilder der Gefäße der Retina erzeugen können. Das bringt uns auch schon zu den Schlussfolgerungen. Ja, was solltet ihr so aus dieser Vorlesung alles mitnehmen? Also optische Kohärenztomographie erlaubt es, im Körper in situ zu messen. Wir haben hohe Auflösung, es ist komplett nicht invasiv und wir setzen im Prinzip Licht als Welle ein, nehmen Interferenz als Basis, damit wir überhaupt ein Signal kriegen und setzen niedrige Kohärenzlängen ein, damit wir tatsächlich auch die Tiefe der Interferenz zurückrechnen können. Das Ganze ist inzwischen ein absoluter Standard in der Ophthalmologie, also in der Augenheilkunde und eine Modalität, die im Wesentlichen überall auf der Welt zuverlässig eingesetzt wird. Tatsächlich findet aber immer noch Forschung statt und es gibt zum Beispiel auch neue Effekte, wie zum Beispiel diese optische Kohärenztomographie-Angiografie, die eben auch erst kurzem entwickelt wurde, die in normale OCT-Geräte als zusätzliches Messprotokoll implementiert werden kann. Und wir sehen auch hier, wie wichtig es eben ist, dass wir clevere Medizintechniker haben, denen solche Ideen kommen und die damit dann zu besseren medizinischen Behandlungen führen und zu besserer medizinischer Diagnostik. Ich habe noch ein paar zusätzliche Quellen, natürlich hier einmal unser Buchkapitel aus dem Skript und noch entsprechende Referenzen auf ein schönes Lehrbuch der OCT-Technologie und Anwendungen bzw. OCT-Prinzipien und Anwendungen hier von Elsevier. Das war es auch schon mit unserem Überblick über die verschiedenen Modalitäten in der medizinischen Bildgebung. Ich hoffe, euch hat die Vorlesung gefallen und bleibt mir nur noch zu sagen, auf Wiedersehen und vielleicht sehen wir uns ja mal später in einer anderen Lehrveranstaltung, in der ich euch dann vielleicht was erzählen kann zu Bildverarbeitung oder zu maschinellem Lernen. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald in der nächsten Vorlesung.